Hallo und herzlich willkommen zurück in der Terranischen Allianz. Wir sind dabei, hier unsere nächste Kolonie aufzubauen. Wobei, hier sehe ich gerade was. Wir halten mal kurz an. Die Anomalie gucken wir erstmal. Von der Oberfläche des Monds empfangen wir schwaches Signal. Dessen Quelle scheint eine Art Ortungsstation zu sein. Auch im Gunturs-System. Ob das dieselben waren, die diesen Kommunikationssatelliten angebracht haben? Nun, wir werden sehen. Ich gehe mal hier in den Schiffsdesigner, denn da haben wir heute sowieso einiges zu tun. Und werden nicht das Transportschiff, nicht den Kreuzer, nicht die Korvette, sondern das Konstruktionsschiff mal upgraden mit hier Antrieb 2 und 4. Wir brauchen natürlich dafür auch einen fetten Antrieb. Hier reicht vielleicht sogar der hier. Ja, der reicht. Oder wir machen einen Dreier rein und nur für den Fall, dass irgendjemand uns doof kommt. Ne, geht nicht. Dann eben 2 Zweier. So. 1 Zweier vielleicht sogar schon. Ja, okay. 1 Zweier reicht. Dann haben wir den. Die Spark-Klasse wird geupgradet. Und die Spark of Phoenix, die wird erstmal, bevor sie wohin fliegt, verbessert. Das geht da unten glücklicherweise. Da haben sie schon eine Raumschiffstation gebaut. Wir gucken auch mal auf die Raumschiffstation. Ich wollte mal noch einen Currywurstkreuzer in Auftrag geben bei nächster Gelegenheit. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. So. Hier oben wird erforscht, da unten wird erforscht. Finde ich toll. So, uralte Erkundungsmarkierung. Auf der Oberfläche von Gunturst 3A wurde ein kleiner Kurzstreckensender entdeckt. Anscheinend handelt es sich dabei um eine uralte Erkundungsmarkierung, die vor Äonen zur Kennzeichnung eines großen Vorkommens wertvoller Mineralien platziert wurde. Da die Mineralien immer noch hier sind, kamen die Bergleute, für die sie bestimmt war, offenbar nie an. Okay, soweit so gut. Ich behalte jetzt aber auch wirklich mal, sag mal, die Pause ein und werde jetzt wirklich mal in aller Ruhe alles durchgehen, wo noch eventuell was zu machen ist. Regeneratives Rumpfgewebe, das haben wir. Hier den Warp-Antrieb 2, den brauchen wir auf jeden Fall. Speichern die Knight-Klasse, gehen in die Zerstörer rein, geben auch hier regeneratives Rumpfgewebe hier hin. Upgraden den Fusionsreaktor, gehen dahin und schaffen es leider nicht, da noch was reinzuhauen. Schade. Gut, dann muss da halt noch ein kleiner Fusionsreaktor drinnen bleiben. Zählt nichts. Hier oben, auch da können wir was machen. Antimaterie-Raketen, das hatte ich ja bei der Knight-Klasse, glaube ich, schon gemacht. Die Wächterpunktverteidigung ist momentan die einzige, die wir haben. Insofern muss die erstmal drinnen bleiben in der Sarazar-Klasse. Fehlt es aber wieder an Energie. Ist aber kein Problem. Das ist schnell erledigt. Das speichern wir ab. Hier ist wirklich 3 drin. Hier genau. Sarazar-Klasse haben wir. Die Dark Knight-Klasse muss natürlich auch mit den Antimaterie-Raketen ausgestattet werden. Kriegt ebenfalls dieses regenerative Rumpfgewebe. Das klingt ja gar nicht mal so ungünstig. Und dicke, fette Fusionsreaktoren werden ebenfalls eingefügt. Oh, reicht offenbar nicht. Dann müssen wir wohl oder übel mal hier gucken, dass wir das vielleicht so machen. Plus 37 vielleicht ein bisschen schlecht. Nee, dann setzen wir hier stattdessen noch den kleinen Einer rein. So, okay. Speichern die Dark Knight-Klasse. Aha. Die Currywurst-Klasse. Ja, da wird es jetzt lustig. Weltraum-Torpedos haben wir. Das und das kommt hier rein. Als nächstes würde ich gerne hier natürlich regeneratives Rumpfgewebe drin haben, um die zu beschleunigen. Das hier und das hier. Jetzt fehlt es uns natürlich an Energie, die wir hier direkt mit einem großen Reaktor upgraden. Und hier reicht, denke ich, eine einfache Upgrade-Situation. Okay, Currywurst-Klasse ebenfalls gespeichert. Sehr schön. Damit sind unsere Klassen soweit fertig. Die Spark haben wir schon gemacht. Kolonieschiffe können einen Warp-Antrieb 2 bekommen. Ansonsten ist da nicht so großartig was zu machen. Die haben sogar noch genug Energie. Da brauche ich nicht großartig anderes machen. Forschungsschiffe haben wir schon geupgradet. Transportschiffe, selbstverständlich müssen die auch noch geupgradet werden. Automatisch fertigstellen macht er nicht. Na gut, regeneratives Rumpfgewebe. Hier Fusionsreaktoren. Oh, reicht nicht. Interessant. Dann machen wir einen großen Fusionsreaktor und hauen dafür noch eine kleine Metallplatte rein. Das ist schon wieder zu viel. Dann machen wir es so hier. So. Okay, man muss es ja nicht übertreiben mit der Energie. So. Speichern.
Damit hätten wir alle Schiffstypen geupgradet. Die Flotten, die wir haben, die könnten mal zur Reparatur geschickt werden oder zum Upgraden. Das kostet uns einiges an Materialien. Das wird jetzt noch eine Weile dauern, bis das soweit ist. Aber wir kriegen es hin, denke ich. So. Und danach können wir uns eventuell mal darum kümmern, eine neue Klasse zu bauen. So, einen Raumhafen brauchen wir derzeit nicht. Wir sind jetzt im neuen System, in Demon's Moor angekommen. Wir sind das erste Mal. Wir haben es endlich geschafft, einen weiteren galaktischen Arm zu erforschen. Das finde ich toll. So, die Spark-Klasse ist geupgradet. Jawohl. Das heißt, auch die kann dann in den galaktischen Arm weiter erforschen. Die soll aber jetzt erstmal hier in dieses System Bergbaustationen und auch Forschungsstationen bauen. Und dann sehen wir weiter. So. Man sieht schon, die Sprünge sind deutlich geringer geworden. Deswegen war das durchaus eine gute Entscheidung, die direkt zu upgraden. Geht halt schneller. Die Scout oben ist inzwischen fertig. Das heißt, wir könnten hier das nächste System anfliegen. So. Eine Technologie haben wir auch erforscht. Die Gefechtscomputer. Vielleicht kann ich da gleich nochmal ein bisschen anlegen. Müssen wir gleich mal gucken, was es da so Schönes gibt. Blaue Laser wäre noch eine Idee. Disruptoren, Weltraumwolkenblitz oder die Hyperraumrouten. Die sind jetzt seltene Technologie, dann würde ich erfahren, wie die anderen Rassen, die mit Hyperraumantrieb fliegen, durch die Gegend heizen. Wäre eine Option. Allerdings mache ich erstmal die blauen Laser, weil wir es können. So. Um da quasi noch eventuell eine weitere Möglichkeit zu haben, eventuell wenn unsere Raketen, wenn die Gegner oft mit Punktverteidigung ausgestattet sind und unsere Raketen nicht durchkommen, will ich da gerne noch eine weitere Verteidigungsmöglichkeit haben. So, Demon's Paw ist erforscht, hat nicht wirklich viel gebracht, aber nun gut. Okay, Rivalität, der Sacred Carillion Order und die Vem Eukenic Rivalität hat die Prinzipalität zum Rivalen erklärt. Ist okay, habe ich nichts gegen. So, okay, weiter geht's. So, achso, ich wollte ja nochmal in den Dingens gehen, da können wir ja mal reinschauen. Schiffsdesigner. Die Spark ist Wurst. Hier oben bei der Knight-Klasse geht's los. Hier haben wir jetzt. Complete. Ja, Gefechtscomputer, die können wir noch ebenfalls mit einbauen. Kostet uns aber ein bisschen mehr Energie. Das heißt, wir werden da wohl oder übel in den sauren Apfel greifen müssen und nochmal ein bisschen Panzerung rausnehmen. Speichern. Was haben wir hier? Anführer hat eine neue Stufe erreicht. Boomer, sehr schön. Jo. Das Lemma-System wurde auch erkundet. Hier haben wir wieder so eine. Erzfarm, das ist auch nicht schlecht. Die Scout oben ist wieder fertig. Ich könnte die eigentlich mal auf automatische Erkundung stellen. Boomer macht das schon. So. System Survey complete. Die Seeker ist fertig. Hier im galaktischen Arm Nummer 2, da würde ich schon ganz gerne alleine bleiben. Oder beziehungsweise noch ein bisschen manuell machen. Ich will ja nicht alles von Hand machen lassen. Deswegen lassen wir das auch mal so durchlaufen. Ansonsten. Amöbengeißeln sind fast fertig. Research complete. So, Technologie erforscht, da sind sie wahrscheinlich schon. Amöbengeißeln. Durch das Züchten von Weltraumamöben in Gefangenschaft können wir ihre organischen Geißeln so programmieren, dass sie als organische Kampfschiffe für unsere Flotte einsetzen können. Coole Sache. Nehme ich gern mit. Chemowonne, eine seltene Hyperkampfforum. Okay. Das Forum in Einigkeitsleistung pro Lust 10%. Das ist gar nicht mal schlecht. Wir haben, ich weiß nicht, wie viel Einigkeit wir dadurch bekommen. Okay, Chemowonne ist auch eine seltene Technologie. Ermöglicht Einführung des Chemowonne-Lebensstandards. Will ich aber gar nicht, weil der, sagen wir mal, ja, unsere Bevölkerung unter Drogen setzt. Ich nehme mal hier dieses hier. So, okay, soweit so gut. Die Black Knights sind immer noch in Wartestellung für die Upgrades. Das heißt, wir lassen das erstmal durchlaufen und werden nicht großartig weiteres Zeugs bauen. Was ist das hier? Ich weiß es nicht, wer das war oder was das war. Wahrscheinlich Weltraumwale. Die sind okay, die dürfen so weit hin. So, Pragma 2B hat einen Einschlagskrater auf der Oberfläche. Ein riesiger Einschlagskrater auf der Oberfläche dieses Monds lässt darauf schließen, dass einst etwas Großes damit kollidiert sein muss. Nun gucken wir mal, was es war. Research complete. Und die nächste Erforschung, ja, es geht aber ganz schön vorwärts hier. Blaue Laser sind leistungsstärker als rote Laser. Ihre elektromagnetische Strahlung liegt in einer Wellenlänge, die sie für die meisten organischen Wesen blau oder violett erscheinen lässt. Okay. Plasma-Beschleuniger, verbesserte Forschungsunterstützung, Deflektoren.
Der Weltraumwolkenblitz, ich weiß nicht, ob der Energieschaden, Panzerungsdurchdringung und Schildbeschädigung. Der Weltraumwolkenblitz sieht gar nicht mal so schlecht aus, ehrlich gesagt. Und was macht die hier? Energieschaden ebenfalls. 100% Panzerungsdurchdringung. Also diese Bergbaudrohnenlaser sind gegen unsere Panzerung doch schon nicht schlecht. Was ist das hier? Panzerungsdurchdringung, aber weniger Schildbeschädigung. Also die Plasmadinger, weiß ich nicht, wie wir machen die denn an Schaden. Der hier war Mittel 27, hier auch Mittel 27. Hier mit Mittel haben wir 31, aber halt Schildbeschädigung weniger. Ich mache erstmal die Deflektoren. Wir haben noch gar keine Deflektoren. Kraftfelder sind nützlich. Kraftfelder sind notwendig. Vielleicht kann man ab und zu mal ein bisschen variieren. Ein neuer Kontakt. Wir sind von einer zuvor unbekannten Weltraumreich kontaktiert worden. Der Liga der Enitas. Sie behaupten, durch das Belauschen der Kommunikation eines anderen Reichs haben sie mit uns Kontakt aufgenommen. Okay, die Enitas sind so auch Föderationsgründer. Grüße von dem Enitas. Erster Referent Farah ist einer unserer erwählten Repräsentanten. Aber in Wirklichkeit haben unsere Bürger einen Anteil an unserer Regierung. Wir streben danach, uns selbst durch technologische Mittel zu verbessern. Ein Wunsch, den wir hoffen, dass ihr ihn mit uns teilt. Natürlich, die sind fanatisch, egalitär und materialistisch. Ja, Molotow spricht für das gesamte Terraner-Volk. Sehr schön. Finde ich gut. Wie sieht es denn hier im Krieg aus? Sieht man da irgendwo was von den Kriegen her? Kann ich hier Grenzen schließen, Beitritt zur Föderation bitten? Commonwealth of Just muss ich dazu im Frieden finden. Die sind momentan recht unterlegen. Handelsabkommen, Informationen, aktive Sensorverbindungen würden die sogar annehmen. Also, denn die ist von uns. Das nehmen sie aber auch an. Forschungsabkommen brauchen wir jetzt gerade nicht. Systeme transformieren lassen wir. Vielleicht könnten wir denen ein bisschen Nahrung schicken, aber oder Energie schicken, aber lassen das mal. Wir werden mit dem Commonwealth of Just, denn die haben uns am Anfang in der Galaxie willkommen geheißen und die waren dann nicht sehr schlecht. Da würde ich gerne wissen, wie es bei denen im Krieg so läuft. So, das Abkommen dürfte damit erledigt sein. Wir haben hier Commonwealth of Just, die zweite Taskforce, die jetzt erst noch gebaut werden muss. Wir werden das mal ein bisschen beobachten, wenn diese Wesen hier sich weiter ausbreiten. Wie sieht es denn aus? Die sind immer noch ebenbürtig. Das heißt, ihre Flottenkapazität ist immer noch bedenklich hoch. Und sie sind immer noch mit dem Commonwealth in Verbindung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da vielleicht mal irgendwann eingreifen werden will. Oh, ein Warp-Einschlag. Ein gewaltiger Krater auf der Pragma 1b scheint von der Kollision mit einem Raumschiff zu stammen. Aufgrund der Größe des Kraters vermuten wir, dass es mit voller Warp-Geschwindigkeit fliegendes Schiff den Mond aus unbekannten Gründen vor ungefähr 1000 Jahren gerammt hat. Die Skyseeker hat in der Nähe der Abstellstelle Reste von Hyperraum-Echos gefunden, die einem kollabierten Warpfeld entsprechen. Da das Schiff beim Einschlag aber pulverisiert wurde, kann die Theorie natürlich nicht verifiziert werden. Aber dennoch ein bisschen Physikforschung haben wir erlangt. Sehr schön. System Survey complete. So, System, ein Handelsangebot, aktive Sensorverbindung und ein Forschungsabkommen. Hier haben wir schon eine aktive Sensorverbindung. Ach, weißt du was? Komm, ich helfe denen mal. Ich greife denen mal unter die Arme, weil ich halte das nicht für unnötig. Denn man weiß ja nie. So, okay. Hier oben brauche ich mich nicht drum kümmern. Guck mal an, da ist noch ein neuer Planet, ein 14er und eine Ozeanlevel 22, auch nicht schlecht. Aber halt unbewohnt, wie es aussieht. Oder zumindest nicht mit einer von einer Zivilisation besetzt. Nun gut. So, hier unten will ich das, wie gesagt, im Auge behalten. System Survey complete. Research complete. So, die neue Forschung ist aktiv. Technologie erforscht, Deflektoren. Energiedeflektoren können ein beschränktes Maß an Feindbeschuss aufhalten, bevor sie überladen. Ihr größter Nachteil ist aber ihr erheblicher Energieverbrauch. Selbstverständlich. So, die kann ich direkt verbessern, wenn ich das will. Oder ich baue ein Solarkollektoren-Netzwerk. Das klingt auch nicht schlecht. Dann können wir unsere Energieproduktion ein bisschen steigern. Nicht, dass die schon nicht schon hoch ist, aber es schadet nicht. Oh, eine Defensivabkommen-Einladung. Wir möchten mit eurem Volk nicht... Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit denen jetzt ein Defensivabkommen will. Würde nämlich unsere Kapazität hier wieder senken. Das wäre meh.
Planetare Einigung von Fraktionen, von Effekten. Okay. Bin mir wirklich nicht sicher. Will ich das jetzt oder will ich das nicht? Ich stimme mal zu. Wir haben momentan genug Einigungsmöglichkeiten. Insofern dürfte das kein Problem sein. Also, die Skyseeker, die hat ja weiter erforscht. Dann erforschen wir mal noch ein bisschen weiter und dann sehen wir weiter. Weiter. Weiter sehen. Ja. Während immer noch nicht die Upgrades gemacht wurden, noch immer wartet hier das Teil auf die Schiffe. Ach nee, die upgraded. Okay. Vor kurzem wurde im Sol-System ein kleiner Himmelskörper beobachtet, der ausgeprägte Gas- und partikelähnliche Schweife hinter sich herzog. Aber der Vorbeizug verlief ergebnislos. Das gibt uns aber ein bisschen Einigkeit. Das finde ich toll. Schön. So. Handelsabkommen. Dauer abgelaufen. Okay. Warte. So, wir haben mit dem Commonwealth of Just das Handelsabkommen, das Forschungsabkommen ist abgelaufen. Da können wir ja mal gucken, ob wir das direkt wieder hinkriegen. Haben aber im Beta-Hydri-System ebenfalls was gefunden. Unsere Messgeräte zeigen auf dem Planeten einige ungewöhnliche Energiewerte. Vielleicht ist es ja nur ein Fehler im Quantenresonanzscanner, das Forschungsschiff gewesen, aber eventuell steckt auch mehr dahinter. Wenn wir Zeit dafür haben, sollten wir uns das näher anschauen. Die Zeit nehmen wir uns einfach. Das Handelsabkommen ist abgelaufen. So, wir werden da gleich mal das wieder installieren. Forschungsabkommen, minus 6. Wieso das? Weiß ich nicht, ist egal. Nun gut, wer nicht will, der hat schon. Eigentlich wollte ich euch damit nur helfen. Aber was nicht ist, ist nicht. So, nun gut. Dann würde ich mal sagen, weiter geht's. Research complete. Und wir halten wieder an, denn die Quantenraketen sind fertig. Diese verbesserte neueste Version der Raum-Raum-Raketen hat einen enorm mächtigen Sprengkopf, der seine Energie aus dem Nullpunkt-Vakuum bezieht. Coole Sache. So, Mineralsilo oder Mineralveredelungsanlage 2 wäre eine sehr gute Sache. Baugeschwindigkeit, gegossene Kristallplatten wäre auch nicht schlecht. Wir nehmen erstmal das hier. Und das heißt auch wieder, dass ich hier den Schiffsdesigner bemühen muss. Aber ich denke, da wir das so oft gemacht haben in letzter Zeit, werde ich jetzt ausnahmsweise mal das Offscreen machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo ich euch dann zeige, was ich ein bisschen verändert habe. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss.